Ha, wo, was, wo bin ich hier? Was geschieht denn hier? Was, wer bin ich? Was mache ich hier? Das ist doch, das ist eine völlig neue Umgebung. Was läuft hier? Minecraft. Hui, ich bin in Minecraft. Die Welt um mich herum sieht gewaltig aus. Wie bin ich hier gelandet? Was zum Geier? Eine wundervolle neue Welt, die sich mir hier ergibt. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht es schon ganz richtig, Minecraft. Der Zwergwurst spielt Minecraft. Das ist richtig. Minecraft Anno wird das Projekt heißen. Ja, Anno ist elbisch. Ich bin zwar ein Zwerg, ja, das bin ich. Aber das Projekt wird elbisch benannt, weil ich bin ein Freund der Elben. Und Anno steht für die Sonne. Anno ist Sindarin, auch elbisch, und heißt so viel wie Sonne. So wie die Sonne wird auch dieses Projekt als Metapher auf- und untergehen, und ja, wird die Sonne sein. Und ich erkläre mal kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger, worum es hier in diesem Projekt gehen soll, was dieses Spiel hier soll, was, ja, was ich in Minecraft Anno erreichen möchte. Hier seht ihr schon mal meinen schönen Charakter, den ich mir aus einem der frei verfügbaren Skin-Pakete, den habe ich mir aus den wenigen verfügbaren Skins hier in der Switch-Edition rausgesucht. Das, ja, soll so ein bisschen den Zwergenfürst darstellen. Das ist so der Zwergenfürst-Charakter, der sich so seine eigene Welt hier aufbaut. Ich werde mir hier nämlich wirklich meine eigene Welt aufbauen und werde ein kleines Königreich erstellen. Werde natürlich hier erstmal anfangen mit den Grundlagen, und ja, ich habe noch nie Minecraft gespielt und werde jetzt hier erstmal gucken, wie baut man überhaupt Sachen ab, wie funktioniert die Steuerung, wie macht man das, wie überlebt man ein paar Tage. Minecraft Anno sollte als erstes, also in der ersten Idee hieß das Projekt Minecraft Faildom, also von Minecraft Kingdom, und das Fail, das Dom von Kingdom und das Fail von Fail. Ja, hat sich dann geändert, der Name, weil ich Minecraft Anno epischer und schöner fand und auch metaphorisch toller. Ja, der Name Faildom verrät aber schon relativ viel darüber, was in diesem Projekt passieren wird. Ich werde sehr oft fehlen, während ich mir ein Kingdom erstelle, ein kleines Königreich. Ja, so wird's aussehen. Ich bin noch komplett neu hier drin in dieser Welt und weiß noch nicht, was auf mich zukommt, und kenne das Ganze noch nicht. Werd also von Creepern, von Zombies und von Enderman und wie die Monster hier noch alle heißen. Ich kenne es also irgendwie nur aus den Minecraft-Videos von Paluten und anderen Minecraft-YouTubern. Ich kenne es nur vom Hörensagen, wenn man es so will. Ja, da sehe ich das, Leute. Ein bisschen rangezoomt an mein Gesicht, an meine Minecraft-Skin. Da unten steht er. Da steht er, der Peter. Ja,
Und vielleicht werden auch im Laufe der Parts und im Laufe des Projekts noch einige Leute dazukommen. Oh, hier habe ich schon das erste Kohlestück gefunden. Na, so viele Fortschritte wollen wir jetzt hier auch noch nicht machen im ersten Teil des Parts, also im ersten, in Part 0. Es hat sich schon jemand angekündigt, der gerne im Let's Play-Projekt in Minecraft Arno mit dabei sein würde. Mal sehen, ob ich das ermöglichen kann, ob der Online-Modus hier sich integrieren lässt, wie ich das hinkriege. Also erstmal werde ich mich die ersten Parts sowieso hier umgucken und zurechtfinden müssen. Laufen, bewegen kann ich mich schon halbwegs. Das klappt schon so weit. Ja, mal schauen, wie oft ich jetzt hier sterben werde in den ersten Parts. Und ja, viel habe ich noch nicht vor. Ich werde natürlich alles möglichst ausprobieren. Ich werde, wenn ich herausfinde, wie es geht, natürlich nur in das End und in die Hölle, also in den Nether, starten und da Abenteuer erleben. Ja, inklusive Witherstorm, Wither Skelett oder wie die da heißen, dieser ganzen Abenteuer werde ich hier erleben und jetzt hier noch ein bisschen rückwärts durch die Landschaft rennen. Vielleicht kann ich das sogar in den Modus einstellen. Dann sieht man mich nicht mehr. Sieht man mich von hinten. Dann sieht das ein bisschen weniger verwirrend aus. Ja, lasst euch überraschen, was auf euch dazu kommt. Ich lasse mich auch überraschen. Ich habe ganz nur einen groben Plan jetzt hier von der Sache. Und es wird sich, glaube ich, vieles ergeben. Es wird vieles einfach dadurch kommen, dass ich einfach Sachen mache und da wird halt irgendwie das eine auf das andere folgen. Und es werden sich Dinge ergeben, die halt einfach so passieren, wenn man die Welt erkundet. Ja, ich würde euch jetzt mal einen kleinen Trailer einspielen. Und das hat der liebe. Komm, jetzt ist mir der Name entfallen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal einblenden. Tut mir leid, es ist spät. Ich nehme das jetzt spät am Abend, spät in der Nacht auf. Da hat jemand für mich ein kleines Intro und einen kleinen Trailer erstellt. Denn wird das kleine Intro, das wird ein kurzes 20-minütiges, Quatsch, 20-sekündiges, so lange wird es dann auch nicht sein, 20-sekündiges Videochen sein, das wird am Anfang des Projektes immer laufen. Komm, nicht so viel um den heißen Brei herum. Auf geht's mit dem kleinen Trailer. Ja, man sieht sich im ersten Part. Demnächst auf meinem Kanal.